Hallo Leute, willkommen bei Aristo Luis Culture of Warrior. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Machen wir heute Sport, das was ich immer mache, aber heute mal ein bisschen anders. Und zwar habe ich den Yusuf neben mir, das ist ein sehr guter Freund. Ja, ich werde euch auch gleich sagen, was es mit Yusuf auf sich hat. Und dann habe ich natürlich Rani, ja, einige Fighter kennen ihn. Verdammt guter MMA, er macht heute, Rani, du machst ja schon einige Seminare? Ich gebe ab und zu Seminare, ja. Ja, Rani ist mit einer der besten MMA-Fighter, hast auch jetzt sogar dir einen Titel geholt. Bama World Champion. Habt ihr gehört? Bama World Champion, so eine verdammte Scheiße. Und jetzt kommt das Besondere, ja, natürlich, ich werde heute auch von Rani ein paar Sachen lernen und jetzt kommt noch der kleine Zugeschmack und zwar, Yusuf, der Freund neben mir, hat seinen eigenen gemeinnützigen Verein, wo er halt mit Jugendlichen arbeitet. Ich glaube, du kannst es nochmal selber kurz erklären. Nur ein paar kleine Worte für die Zuschauer. Mittlerweile ist es ein Netzwerk geworden. Also wir haben da verschiedenste Vereine, die wir halt betreuen. Wir machen Sport miteinander einmal die Woche sozusagen, fahren dann gemeinsam mit der Schutzpolizei vom Abschnitt 36 in die Einrichtung, laden die ein, fahren dann in die Polizeihalle und machen dort gemeinsam Sport. Das dient alles dazu, um Vorurteile abzuschaffen, um für ein besseres Miteinander zu sorgen. Und diese Arbeit machen wir mittlerweile seit 5 Jahren. Also, richtig coole Sache und falls uns keiner glauben will, ja, da haben wir schon heute die ersten Beamten. Nicht fragen, ob wir gegeneinander kämpfen, nein, ich glaube, das machen wir nicht, aber folgt uns. Das Lustige ist, ja, manch anderer steigt in seinen neuen Mercedes, BMW, fährt mit Fahrrad zum Sport. Jungs, wir sind Berliner, mir scheißegal, ich fahr mit dem Polizeiwagen zum Sport. Ich fahr schön in eine Hundertschaft, diesmal. Nicht als Insasse, sondern schön hier als Beifahrer. Also ich ziehe das jetzt rein. Und ich wurde nicht verhaftet? Shit, man. Das Coole ist, nicht nur wir sind heute hier, sondern noch zig andere Jugendliche, die spielen heute Fußball mit den ganzen Beamten. Wir machen natürlich ein bisschen Kampfsport, unser Element. Also, das ist eine geile Sache. Sind die auf einem Polizeigelände, das ist so riesig. Die haben Fitnessraum, die haben Cardioraum, die haben Boxraum, die haben Boxringe. Mal gucken, welche Beamte es hier richtig drauf haben. Chill. You know what I mean? Wir sind jetzt zu zweit, verdammt nochmal. Wir übernehmen jetzt erstmal. Wir übernehmen heute den ganzen Laden. Richtig cool, also die Polizei stellt sozusagen eine Halle zur Verfügung, damit die Jugendlichen Sport treiben können. Jetzt ist Gym-Time, wie immer. Jetzt fangen wir an mit dem Training. Ihr seht wieder heutige Dreiergespann. Ich gebe jetzt das Wort an Rani. Heute bin ich nur Coach-Trainer. Ihr kennt mich ja beim Sport. Shut up and train. Ja, also ich will auch gar nicht lange labern, wer mich noch nicht kennt. Ich bin Rani. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an zu trainieren. Ja, ich gebe euch ein paar Anweisungen. Wir machen heute ein bisschen Technik. Und dann am Ende nochmal richtig Workout, dass wir glücklich nach Hause gehen, so ein bisschen ausgepowert sind. Okay? Fangen an, uns aufzuwärmen. Erstmal 3 Minuten Seilspringen. Ich hoffe, jeder kann Seilspringen. Wenn nicht, dann lernt ihr es jetzt. Pause. Wir machen ein kleines Spiel. Wir stellen uns in Kampfstellung voreinander. Macht erstmal so, wie ihr euch selbst wohlfühlt. Ich mag es gerne etwas weiter als schulterbreit. Das schwächere Bein ist in meinem Fall vorne. Meine stärkere Hand ist hinten, das ist die Schlaghand. Das ist meine Knockout-Hand. Okay? Wir stehen voreinander, bewegen uns ein bisschen. Versucht schnell zu sein. Aufgabe ist es gegenseitig, sich abzutippen. Entweder am Oberschenkel
oder an der Schulter. Immer nur auf eine Seite. Also er in dem Falle auf meine linke Seite, ich auf seine linke Seite. Okay? Ansonsten gibt es da Probleme, wenn wir uns gegenseitig ins Gesicht fassen oder mit den Händen gegeneinander schlagen. Wenn er mich abtippen will, mein Bein, muss ich versuchen, rauszugehen. Ja? Also lasst euch nicht treffen. Ihr könnt das auch nutzen, indem, wenn er mich versucht abzutippen, zack, gehe ich selbst rein. Okay? Also Aufgabe, gegenseitig fangen, spielen, abtippen, Oberschenkel, bisschen voreinander bewegen. Hey! Im Grunde genommen schon ein bisschen wie so ein Kampf gewesen. Versuchen ihn zu provozieren, dass er reinkommt. Wir reagieren auf seinen Angriff. Wir kontern seinen Angriff aus. Wir setzen selbst Angriffe. Einfach dadurch, dass ich reingegangen bin. So ein leichtes Tippspiel, was man eigentlich auch mit Kindern machen kann. Ja? Nächste Sache. Wir stehen in Kampfstellung voreinander. Wie gesagt, Bein der stärkeren Hand steht hinten. Ja? Stehen voreinander, tippen einmal kurz an, dass wir unsere Distanz checken, gehen einen kleinen Schritt zurück. Das ist die Distanz, von der wir in den Schlag reingehen. Das heißt, ich muss einen Schritt machen, um ihn schlagen zu können. Ja? Von hier. Wir machen jetzt nur Beinarbeit. Ich gehe einen Schritt nach hinten, er ist mein Spiegelbild, kommt einen Schritt nach vorne. Ich gehe einen Schritt zur Seite, er geht einen Schritt zur Seite. Ich gehe einen Schritt nach rechts, er geht einen Schritt nach rechts. Ich gehe nach vorne, er geht nach hinten. Wie ein Spiegel. Versucht euren Gegner zu lesen. Versucht zu vermuten, welche Bewegung er machen will. Und versucht das so schnell wie möglich mitzukriegen, um selbst reagieren zu können. Okay? Probiert einfach mal aus. Das dauert vielleicht ein bisschen am Anfang. Aber wenn man einmal drin ist, dann macht das auch ganz viel Spaß. Und dann läuft das auch ganz gut. Okay? Ausprobieren. Partner, wir jetzt zusammen. Euer Spiegelbild. Nicht zu weit nach vorne. Das ist die Distanz. Manchmal nicht auf den Rücken. Knie zusammen, Hüfte nach vorne ziehen. Er steht mit dem Rücken an dem Ringseil und ich kann mich hier bedienen. Wenn er jetzt versucht, zu meiner Linken zu gehen, Boom, Haken. Wenn er versucht, zu meiner Rechten zu gehen, ein Kick. Ich kann hier auch einen rechten Haken reinbringen. Na, ich kann mich da eigentlich gut bedienen. Im MMA kann ich hier reingehen, ich kann ihn gegen die Seile drücken, ich kann ihn von hier schlagen, ich kann mich lösen, ich kann ihm Ellenbogen geben, ich kann clinchen, ihn gegendrücken. Also viele Möglichkeiten. Okay? Einfach richtig, immer den Weg des Gegners abzuschneiden. Wir machen einen Low Kick, das heißt, wir treten gegen seinen Oberschenkel. Am besten den Ansatz vom Oberschenkel. Direkt überhalb des Knies. Wir treten nicht wie bei Kickbox-Varianten mit dem Spann, sondern wir treten mit dem harten Schienbein. Ne, das tut dann nochmal extra weh. Ich will, dass ihr ganz locker macht, wenn ihr das jetzt partnerweise macht. Ganz kontrolliert. Ist ganz wichtig im Kampfsport. Ne, das ist, selbst wenn ihr den anderen nicht leiden könnt. Respekt ist die wichtigste Sache im Kampfsport. Wenn Aristo und ich, wenn wir uns beide gegenseitig nicht leiden können und uns im Training gegenseitig die Nase brechen, dann sind wir erstmal jeder für einen Monat raus. So wird keiner von uns besser. Wir wollen versuchen, besser zu werden. Unser Partner hilft uns dabei, besser zu werden. Und langsam rein, Schwung holen, Kick und wieder raus. Nochmal rein, Schwung holen, Kick und wieder raus. Und das machen wir wechselseitig. Aristo ist dran. Rein, Kick. Mit dem Schienbein auf den Oberschenkel. Ganz locker. Das tut nicht weh. Ist ganz kontrolliert. Ja? Wir haben keine Schienbeinschoner. Das ist nur Technik. Nehmt die Platz in die rechte Hand von oben. Ja. Nehmt sie einmal rüber auf die andere Seite. Genau. So dass ihr euer Bein lockt. Und jetzt zum Stabilisieren legt ihr die linke Hand auf. Ne, jetzt bewegt die sich auch nicht groß. Egal wo er gegentritt. Ne. Jetzt so, mach mal einen Low Kick. Voll reinbrettern. Nochmal. Atmet rein, atmet aus, wenn ihr tretet.
Hört ihr das? Arme. Noch mehr Power dahinter. Hüfte schön eindrehen, genau. Okay? Jeder verstanden? Jeder 10 Mal, dass ihr richtig schön reinbrettern könnt. Danach kriegt der andere Partner die Platz. Okay? Und denkt daran, das ist dieselbe Technik, die wir gerade gemacht haben. Bab, genau. Kann aushalten. Komm, mach einmal. Jawohl, komm. Aber du auch gehört, komm mal. Und zwar machen wir einen Push-Kick oder Front-Kick auch genannt. Ich mache den mit dem rechten Bein, weil das einfacher ist. Wir stehen voreinander. Ich heb mein rechtes Knie an und trete ihn frontal. Okay. Von vorne. In den Bauch rein. Solar Plexus. Ja, wie gerade beim Low-Kick. Derselbe Arm holt Schwung. Und auch hier, diesmal nicht seitlich, ohne eingedreht. Trotzdem drückt meine Hüfte nach vorne. Wie beim Kick, ich habe gesagt, die Hüfte ist ganz wichtig. Das gleiche auch beim Frontkick. Ihr zieht euer Knie an und drückt mit der Hüfte nach vorne. Bam, Hüfte geht auch hier wieder raus. Also wechselseitig ganz locker. Bam. Jetzt ist Aristo dran. Anspannen. Ja, das ist der Fußball. Ja. Wir haben euch jetzt 2 Techniken gezeigt. Das ist wirklich nicht viel, was wir euch gezeigt haben. Es gibt 1000 Techniken und ich lerne jeden Tag noch weiterhin dazu. Ne? Wir hatten den Low Kick, einfach um das nochmal zurückzurufen. Den Low Kick und wir hatten den Push Kick. Es gibt 1000 Varianten. Ich kann antäuschen, den Low Kick vorbereiten. Ich kann den Low Kick antäuschen und zum Knie hochspringen. Ich kann den Push Kick machen. Ich kann den Push Kick antäuschen, einen Kick machen. Push Kick antäuschen, Ellenbogen machen. Einfach, dass ihr seht, wie viele Sachen es überhaupt gibt. Okay? Stellt euch mal jeder auf, jeder einen kleinen Platz. Wir machen ein Workout. Nochmal. Das allerletzte. Ich will nochmal, dass jeder Gas gibt. Ja, Übung. Ich zeig's vor. Wir machen 15 Sekunden Skippings. Das heißt, wir schlagen die Arme raus und nehmen die Füße hoch. Wir haben nur 15 Sekunden Intervalle. Das heißt, wir geben die 15 Sekunden richtig Gas. Okay? Wir machen eine leichte Variante von Burpees. Wir gehen nach unten, setzen die Hände auf den Boden ab. Gehen mit Füßen nach hinten, springen mit den Füßen wieder ran, stehen auf und springen hoch. Nächste Sache. Mountain Climbers. Das heißt, wir gehen mit einem Fuß neben unsere Handfläche, wechseln das Bein. Und das immer im Wechsel. Wie Bergsteigen. Okay? Wir machen eine Boxer-Variante. Wir machen keine großen Liegestütze, sondern wer schafft es, geht auf die Fäuste oder auf die Hände. Wir gehen tief und wippen. 15 Sekunden lang wippen. Okay? Gleich los. Und los geht's. Skipping. 5 Sekunden. Und wegspringen. Burpees. Hinten aufstehen. Nach hinten auf. Ja. Ein Wechsel. Kommt mit Tempo rein. Fette. Gas geben. Ihr seid gleich fertig mit dem Training. Eine schön nach hinten schmeißen. Jeder welche Bewegung. Ja, oh, komm! Komm, alles hoch! Und runter! Komm schon! Was los geht's! Komm! Runter! Komm runter! Ja, runter, Mann! 2, 1! Runter! Und runter, Liegestütze! Und runter, letzter Durchgang, letzter! Komm! Noch 5 Sekunden! Atmen richtig zu atmen! Alle machen mit! So! Und zack! Training ohne Ende. Laufen. 2 Stunden Rechnen, Fitness im Gegensatz 15 Minuten. Durchatmen. Rotieren. Das war nix, ja, Jungs. Also Leute, das Workout ist vorbei. War heute ein einfaches Basic-Ding. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Der Hintergedanke war heute nicht extrem Fight-Training zu machen, wie ihr es sonst gewohnt seid, sondern einfach mal auch was für die Allgemeinheit zu tun, auch einfach mal was für die Jungs zu tun. Ja, ich finde, als YouTuber sollte man sich auch dieser Verantwortung stellen, dass man vielleicht auch irgendwo für manche Leute, vielleicht nicht für jeden, aber eine Vorbildfunktion ist. Und deswegen sollte man natürlich auch mal versuchen, für die Leute greifbar zu sein und auch den Jugendlichen auch eine Perspektive zu geben, anstatt vielleicht immer nur zu zeigen, was man so im Fitnessstudio gemacht hat oder sonst was oder irgendwelche Pläne rauszuhauen oder wie auch immer. Vielleicht auch doch mal was für die Allgemeinheit zu tun, kommt natürlich auch cool an. Die Damen und Herren heute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich danke Rani nochmal, hier nochmal an dieser Stelle. Nochmals einen großen Dank an die Beamten, die uns heute unterstützt haben, abschließend die 30 Verhandlungen. Und dass wir auch hier die Halle benutzen durften in der Direktion Kruppstraße. Ja, also da nochmal ein großes Dankeschön. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt auch jetzt mal vielleicht ein anderes Bild. Ja, vor allem auch, was uns Jugendliche und Polizisten betrifft. Ja. Nicht alle sind schlimm, man muss sich nicht untereinander hassen. Ihr seht heute hier, wir trainieren zusammen. Ja, hier gibt es keine Ausgrenzungen, alle sind gleich, egal welche Hautfarbe, sonst was, welcher Beruf. Also denkt immer daran. Ja, und dafür stehen wir alle, Aristo Luis Culture Warrior. Und ich sag nochmal, Us!